Hallo und herzlich willkommen bei Aquado Zoo. Das ist wie immer der Philippe. Ich bin wie immer der Nils. Ja, so schaut's aus, ja. Genau. Und wir machen heute ein Video hier für euch zum Thema Kleben, Binden und Dichten. So sieht's Lala. Aus. Hurz, ja. Die Frage kommt nämlich immer wieder auf, was kann ich im Aquarium vielleicht miteinander verkleben? Aquarium ist undicht, wie kriege ich es wieder dicht? Befestigen. Genau, Aquascaping. Ne? Ja, Pflanzen ansetzen irgendwo. Steinchen und Wurzelklack. Genau. Ne? Und das wollen wir euch heute mal zeigen. Ist ein Produktsortiment, ein Überblick, damit ihr einfach mal einen Eindruck habt, was gibt es da so im Zoofachgeschäft, was kann man da kaufen, für welchen Anwendungszweck. Wenn wir jetzt heute kein Video machen, wie die Anwendung im Einzelfall dann verläuft, da können wir gerne auch nochmal ein Video jeweils zu machen, wenn euch das interessiert und dann vorführen, wie es dann funktioniert. Aber jetzt ackern wir uns erstmal, würde ich sagen, einmal durch die Masse an Produkten. Los geht's. Womit wollen wir anfangen? Klassischer Pflanzenkleber oder hast du was anderes im Petto? Hm? Wie wäre es mit Silikon? Klassiker. Ne? Ne? Kennt man? Daraus wird das Aquarium mitgebaut. Ne? Mhm. Das hält das zusammen, es dichtet das Aquarium. Mhm. Woraus besteht so ein Silikon? Aus Silikon. Ja, aber nicht nur, oder? Und Silikon ist nicht gleich Silikon, oder? Oder kannst du hier das schöne Acryl vom... Aber Acryl ist Acryl, Silikon ist Silikon. Ja, ja, klar, aber es gibt ja auch Silikon fürs Badezimmer. Absolut, genau. Ja, kannst du das auch nehmen? Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Worauf? Genau. Also es gibt natürlich Inhaltsstoffe bei bestimmten Silikonvarianten, die problematisch sind, weil sie zum Beispiel gegen Pilzentwicklung helfen sollen. Sprich im Badezimmer, Sanitärsilikon, da willst du natürlich nicht, dass dann nach 3 Wochen irgendwie der schwarze Schimmelpilz tobt. Und deswegen sind da Stoffe halt drin, die das verhindern sollen, zumindest eine gewisse Zeit. Ist das so? Mhm. Okay. Und diese Stoffe wollen wir natürlich nicht im Aquariumsilikon haben. Du sagtest Aquariumsilikon. Mhm. Aquariumsilikon. Also Silikon ist nicht gleich Silikon, das muss schon Aquariumsilikon sein. Genau. Also es gibt sicherlich vielleicht auch Silikonarten, die nicht Aquariumsilikon getauft werden und die gleichen Anforderungen erfüllen. Das ist aber der seltenste Fall. Man merkt das auch am Geruch. Aquariumsilikon hat so einen ganz speziellen Geruch. Es ist Essig, ne? So ein Essiggeruch. Also als ob man jetzt gerade an der Essigessenz schnüffeln würde. Lecker. Oh, ich finde es gar nicht so unangenehm. Ne? Wenn es nach Balsamico riechen würde, wäre ich vielleicht dabei. Ne? Aber es riecht teilweise schon echt streng. Du isst Salat? Tatsächlich, ja. Ich dachte, Salat gibt es nur zum Gyros. Nee, ja, ich sage, mit der entsprechenden Fleischbeilage geht das anscheinend. Okay. Ja, Silikone, wie gesagt, sind ganz entscheidend in der Aquaristik und beim Verkleben von Aquaren seit jeher natürlich das Nonplusultra. Mhm. Es gibt Unterschiede in der Qualität des Silikons, also wie elastisch und gleichzeitig reißfest er ist und wie er haftet. Haften ist ja ein gutes Stichwort, ja, ne? Ja, ja. Sag mal nicht, dass sogar der Schwarze sogar ein bisschen mehr Festigkeit hat oder besser anzieht? Oder nee, das ist tatsächlich ein Irrglaube. Ja. Aber bei Schwarz ist es so, dass es fürs Verkleben dankbarer ist, weil man Luftanschlüsse nicht so sieht. Luftanschlüsse im Silikon sind nämlich gar nicht so schlimm, wie viele immer denken. Aber Schwarz seht ihr das nicht so. Bei Weiß guckt ihr natürlich voll durch die transparente Fläche und seht jedes einzelne Luftbläschen und macht euch verrückt. Klingt logisch. Ja, aber was du meinst, ist trotzdem nicht ja ganz falsch, weil transparentes Silikon in der Aquaristik hat ja einen Nachteil, nämlich mit Licht. Ja, das Licht fällt durch, es bilden sich Algen dahinter oder die Algen können sehr gut dahinter kriechen, das stimmt. Ne? Die Alge, die sitzt quasi da am Silikon und will sich durcharbeiten, ne? Fies nach draußen, Aquarium wird undicht. Und macht die Alge so, oder was? Das ist die Alge, flieg ist die Alge. So. Und dann ist es so, dass natürlich das Licht, was da durchfällt durch Silikon, die Alge quasi befeuert im Wuchs. Und das würde beim schwarzen Silikon nicht passieren, weil kein Licht, kein wirklicher Algenwuchs. Viele fragen auch immer, mein Aquarium ist undicht. Kann ich das damit abdichten? Natürlich nicht. Genau. Weil das Aquarium ist feucht. Mhm. Beziehungsweise müsstest du komplett trocken machen, die Dichtung rausschneiden und am besten vorher die Glasscheibe noch ein bisschen anreinigen mit dem Reiniger. Ja. Reiniger, das ist so eine Sache im Wasser, muss man ein bisschen schauen. Aber mal so eben das Aquarium leer machen ist ja nicht, ne? Nee, das ist wirklich Fische. Für Startmaßnahmen. Wenn ihr was verkleben wollt oder Glas zusammenkleben wollt oder alles, was quasi am Beginn stattfindet, das könnte man damit machen. Macht das aber im Nachhinein, wird das schwierig. Und Silikon haftet auch nicht auf gefetteten Flächen. Gibt so ein Silikonspray, sowas in der Art? Das ist Margarine. Nee, es gibt so ein Spray. Das ist Sprühmargarine. Ja, aber da gibt es so eine Anti-Haftbeschichtung. Silikon, also du weißt ja einfach Silikon und wenn du was backst, das haftet nicht fest. Ne? Ich weiß. Ich habe mal Codintor gelernt. Ich kenne mich aus. Krasse Moräne. Ne? Aber es Nein, gibt natürlich keine Lösung. Torte. Ach, toll. Gibt es denn noch andere Silikonfarben, zumindest regulär in der Aquaristik zu kaufen?
Oder beschränkt sich das eher auf die Beine? Also tatsächlich kenne ich das nur in der Aquaristik, nur dass es transparent zu schwarz zu kriegen ist. Und wenn ich so drüber nachdenke, wenn du auch durch den Baumarkt gehst und Silikon auf Essigbasis ist immer transparent oder schwarz. Also einen klassischen weißen findest du eigentlich nicht. Also das mag vielleicht sowas wiederum geben, aber gängig wäre es nicht. Ich wüsste auch keinen Lieferanten, wo man das mal beziehen kann. Das geht dann wieder Richtung Acryl oder andere Spezialkleber, ne? Genau. Andere Farben. Übrigens im Aquarenbau auch ganz interessant. Es gibt ein paar Hersteller aus dem asiatischen Raum im High-End-Bereich, die haben Spezialverklebungen. Das ist dann nicht mehr klassisches Silikon, sondern das sind Klebetechniken, wo mit UV gearbeitet wird und es aushärtet. So ein bisschen wie beim Onkel Doktor, wenn er da euch eine Blombe machen lässt für einen Zahn. Das ist super, super transparent, sehr teuer in der Herstellung, kann nicht jeder. Das gibt es auch. Aber da man das nicht mal eben so fix und fertig für jedermann im Zoogeschäft bekommt, haben wir das jetzt mal hier weggelassen. Unterwasserkleber wäre nochmal eine gute Ergänzung zum klassischen Silikon, ne? Wird sehr oft mit Silikon verwechselt, ist aber was ganz, ganz anderes, riecht auch ganz anders. Also sieht aber auf den ersten Blick mehr oder weniger so aus, ne? Ja, ist aber auch von der Festigkeit und vom Verarbeiten, es ist ein bisschen fester. Ja, stimmt. Das hat auch sofort ein bisschen mehr Klebewirkung, wenn du irgendwas zusammenfügen willst. Also jetzt nicht so, dass es sofort komplett hält. Fettige Flächen gehen auch nicht, aber so Unebenheiten und unreine Sachen, das geht schon einigermaßen. Ist nicht so ein Problem, genau. Das gibt es dann auch wieder in schwarz und transparent von etlichen Herstellern. Wir haben jetzt hier Hobby. Die Dinger sind meistens auch direkt mit so einer Presse ausgestattet. Das heißt, diese Behälter hier quasi, die stehen unter Druck. Ja. Und ihr braucht keine Silikonpistole im klassischen Sinne und da irgendwie groß hantieren, sondern ihr könnt da wirklich dosieren und drücken, ne? Definitiv. Schwarz und transparent. Schwarz und transparent. Und wie gesagt, damit kann man Aquarien abdichten. Also sprich, wenn die irgendwo an einem Tropfen sind, jetzt nicht unbedingt Risse. Genau. Wenn ein Riss drin ist, ist das Aquarium eigentlich kaputt. Aber wenn es irgendwo obenrum mal anfängt zu tropfen, kann man das dann schön einschmieren damit. Klassiker Aquariumabdeckung zum Beispiel, wenn die da irgendwie anfangen zu tropfen, was sich in Waage steht und jetzt aber oben Feuchtigkeit sitzen, aber kein Druck in dem Sinne. Dann könnt ihr mit dem einfach oben langfahren, so ein bisschen abstreifen und habt ihr quasi Dichtigkeit hergestellt. Der härtet mit in Verbindung mit Wasser relativ gut aus. Das ist das Witzige, deswegen Unterwasserkleber. Unter Feuchtigkeit sogar besser, ne? Genau, unter Feuchtigkeit härtet er schneller aus, als wenn man ihn komplett trocken verarbeitet. Das ist eine Besonderheit. Ist auch alles entsprechend für die Fische und Aquaristik tauglich. Ja, man muss keine Sorgen machen. Wenn du den verarbeitest und der kurze Moment da unter Wasser ist. Also du kannst vorher nicht drauf fassen, der bleibt sofort das Zeug am Finger. Und sobald das mit dem Wasser in Kontakt ist, siehst du, wie sich eine Haut bildet. Ja. Und du kannst dann auch drauf fassen. So ein ganz dünnes Häutchen. So ein ganz dünnes Häutchen dann drauf. Verarbeitung ist unsere Empfehlung tatsächlich im nicht gewässerten Zustand, aber ruhig im Feuchten. Das heißt, habt ihr eine Undichtigkeit, lasst dann den Wasserstand so weit ab, dass ihr da dran könnt und arbeiten könnt. Reibt vorher die Scheibe so ein bisschen sauber, diese Flächen. Geht da großzügig dran und wartet kurz und dann füllt er wieder auf. Und unter diesem Feuchtigkeitsaspekt härtet er dann durch. Und der Hinweis ist nochmal gut von Philippa, auch mit dem Riss und so weiter. Ihr müsst euch dann in dem Fall nämlich im Klaren sein, dichtet ihr jetzt ab, weil ihr da wirklich ein Loch habt. Ihr habt mechanisch da irgendwas durchgestochen aus Versehen, irgendein Reinigungstool, whatever. Oder ist es wirklich übers Alter? Ja, aber man muss auch bedenken, übers Alter, wenn es oben schon anfängt, was ist denn nächstes Jahr? Ist es vielleicht dann unten? Oder reden wir von Stunden? Also ich rede. So ein Silikon hat ist ja ein Stück gemacht worden. Ich würde sowas tatsächlich erst wirklich nutzen, wenn irgendwie Not am Mann ist. Du möchtest es gerne schnell abdichten, weil du dann was besorgen möchtest, ein neues Aquarium zum Beispiel. Also jetzt langfristig würde ich jetzt nicht einsetzen als Dichtgeschichte. Wie gesagt, es sei man hat mechanisch was durchstochen. Also Klassiker, whatever, ihr habt mit dem Messer die Scheibe gereinigt und seid dann ganz doof in die Silikonart rein, habt ein Loch reingemacht, da ist so ein kleines Rinnsal. Dann wäre ja insgesamt die Stabilität kein Problem. Und es geht wirklich nur um dieses kleine Loch, wie so ein Fahrradreifenloch, was ihr flicken wollt, kein Problem. Aber ist eure Silikonart einfach gealtert und ist fertig, dann ist das die erste Stelle, die undicht wird. Ihr könnt euch sicher sein, die anderen Stellen kommen sofort danach. Es macht keinen Sinn mehr dann. Ne? Okay. Und man kann Hardscape miteinander verkleben. Ja. Ne? Steilaufbauten? Das ist nicht sofort fester, aber wie gesagt, wenn das, der Aufbau schon steht, dann kann man das schon fixieren damit. Aber es ist halt nur schwarz und transparent. Genau, und bei transparent muss man aufpassen. Der wird leicht gelblich, ne? Ja, oder bläulich. Es ist abhängig, was für Substanzen ins Aquarium kommen. Medikamente zum Beispiel, die färben. Der nimmt die Farbe an und so weiter. Das mit Silikon teilweise auch das gleiche Problem bei den transparenten Sorten, je nachdem, wie stark die Konzentration ist. Wobei ich finde, das ist gar nicht mehr so schlimm wie früher. Ne? Nee, ist besser geworden, definitiv. Aber wie gesagt, da muss man ein bisschen aufpassen. Schwarz ist da so die Safe-Lösung, aber es kommt auf den Einsatzzweck an. Okay. Übrigens auch sehr gut für diese ganzen 3D-Rückwände. Unterwasserkleber ist nochmal besser. Schön, wollte ich gerade auch sagen. Ja? Toll. Back to nature und so weiter. Wie wär's mit ein bisschen Draht? Draht? Draht. Meinst du so Zahnseide? Nein, Draht. Ach so, der heiße Draht. Du sagst gerade Zahnseide und ich sag Draht. Ja, ich habe große Zähne, da muss man mal mit gröberen Sachen ran. So, was haben wir denn hier? Das Woodtight, ne? Von der Firma ADA. Ja.
der japanische Premium-Hersteller. Viele fragen sich, was ist das? Draht, wofür? Draht im Plastikmantel. Sagt der Name schon, Wood-Tight, ne? Ja. Also das ist dafür da, um Wurzeln an Deko-Elemente oder auf der Wurzel Pflanzen zu befestigen, wie zum Beispiel Anubien, Buzzephylandren, also Pflanzen mit dicken Stängeln, Rhizomen zum Beispiel. Mhm. Oder wie gesagt, um die Wurzel zu beschweren. Wenn du jetzt irgendwie eine leichte Wurzel hast, dann kannst du irgendwo dann mit diesem Drähtchen dann halt im Prinzip den Stein fixieren. Also auch mal gröbere Arbeiten quasi. Damit du das runterziehen kannst, wenn es schnell gehen soll zum Beispiel. Und du kannst den Draht miteinander so verdrallen, ne? Genau. So ein bisschen wie so ein Stromkabel man verdrallen kann, das hält so in sich. Ja. Das ist ein Edelstahldraht, der mit einem Kunststoff überzogen ist, braun, damit es dann farblich zur Wurzel ist. Heißt aber nicht, dass dieses Drähtchen nicht rostet. Ne? Genau. Abhängig vom Säuregehalt des Wassers, Substanzen, die man eingibt, kann auch mal so ein Drähtchen oxidieren. Ja. Aber es ist meistens tatsächlich dann an den Stellen da, wo das durchgeknipst worden ist. Genau. Ist nicht der Rede wert. Da gibt ja V2A, V4A und so weiter. Hier wird darauf Wert gelegt, dass das maximal flexibel ist und sich halt verdrallen lässt. Und es gibt verschiedene Formen von Edelstahl. Das ist zumindest unsere Information, die wir zu dem Produkt aktuell haben. Aber es würde ja auch Sinn machen, denn ganz klassisches Metall oder Stahl würde ja mit der Rekordzeit da durchbrechen bei der Stärke. Das ist ein sehr schönes, dünnes Drähtchen. Das ist aber wirklich gut für Arbeit, ne? Weil es eine gewisse Steifigkeit hat. Super, also das hat mir schon oft den Hintern gerettet bei Basteleien. Ja. Was haben wir denn noch? Oh, ich habe noch was entdeckt. Terra-Tape von Doha. Doha ist ja auch mehr oder weniger Ableger von ADA, ne? Ja, aber das ist aber nicht jetzt, würdest du sagen, das ist Binden, Befestigen? Ich würde sagen eher, das ist eher ein Untergrund. Ja, ich wollte es ja auch nur spannend machen. Achso. Ja, aber erklär mal, genau. Weil Tape und Draht und so, das sieht auch alles ein bisschen binden aus. Ne? Im Grunde ist es nicht zum Befestigen, das ist eine Drainage. Man umwickelt ein Stück Holz damit, das Holz hat Kontakt zum Wasser. Und wenn man jetzt möchte, dass eine Pflanze dann halt oberflächlich wächst, dann zieht halt diese Drainage die Feuchtigkeit hoch, damit die Wurzeln dann halt Feuchtigkeit kriegen. Quasi ein Strohhalm für die Wasserpflanze, um das halt zu versorgen. Bei Paludarien und so weiter, ne? Oder auch bei den Doha Terra Base und wie sie da heißen. Genau. Sieht aus, wie gesagt, wie ich kann es umwickeln und so, ja, aber es ist eben nicht die Funktion des Haltens, das kommt da drunter, ne? Wollten wir mal kurz erwähnen. Deswegen Vorsicht, ja. Aber ein schönes Produkt. Was haben wir denn hier? Rickshear oder Rickshear-Line? Rickshear-Line. Was ist das? Das ist eigentlich so ein ganz normaler Perlonfaden, ein Leinonfaden, relativ dünn, sehr geschmeidig und... Das ist tatsächlich, da steht jetzt Rickshear-Line drauf. Rickshear ist, wie man weiß, ist eine Art Moos. Ist ja mega dünn, ne? Ich würde sagen, wie ein Haar. Ich sage jetzt extra Moos, weil es ist tatsächlich nur Phimose. Also Pflanzen würde ich jetzt da nicht mit festmachen, weil das ist halt so fein, so dünn, du könntest damit halt die Pflanze auch verletzen, deswegen eher lieber ein Moos. Ist ein sehr stabiler, ne? Obwohl der so dünn ist. Definitiv. Das ist eine Besonderheit, weil viele sagen immer, ja, dann nehme ich doch Angelschnur. Ja, kann man sicherlich auch nehmen, aber das ist wirklich extrem, extrem, extrem dünn und fein und trotzdem so reißfest, das ist sehr hochwertig. Man kann es einigermaßen gut anziehen. ADA muss man dazu auch sagen, das sind keine günstigen Produkte, keine Frage, ne? Aber es ist halt ein spezielles. Da steckt immer viel Hirnschmalz hinter. Und die Sachen sind sehr wertig, also sie halten auf jeden Fall ewig. Das ist quasi das Apple der Aquaristik, ja? Na, Apple würde ich jetzt nicht sagen. Noch besser. Ja, besser. Auf jeden Fall sehr interessantes Produkt, aber wie du schon sagst, man schneidet damit auch schnell. Also echt aufpassen bei Rhizom. Okay. Sollen wir noch was uns angucken im Bereich Binden oder sollen wir noch mal springen? Wir sind ja gerade hier schon bei Bemosen, Kleben. Wie wäre es, wenn wir Binden? Ich würde ja sagen, wir machen jetzt mit Kleben weiter. Das gibt so richtig Abwechslung rein. Ja, wir waren ja gerade bei Moos und Rhizome und sowas. Es gibt ja einige Kleber am Markt, sogenannte Pflanzenkleber. Jeder weiß, es ist Sekundenkleber, aber Sekundenkleber ist nicht gleich Sekundenkleber. Das da gibt es verschiedene Festigkeiten bzw. Wie sagt man? Flüssigkeiten? Nee, wie sagt man das? Viskosität. Viskosität. Das darfst du dann bitte sagen. Da gibt es nämlich ganz verschiedene Viskositäten. Ja. Brauchst du nicht rausschneiden. Ja. Cyanacrylat ist der Inhaltsstoff. Ach, du bist so ein Professor, ne? Entschuldigung. 100% frei von Schadstoffen, was zumindest das Aquariumwasser angeht. Also ihr braucht euch da echt keine Sorgen machen bei diesen Klebern. Si, signor dottore. Aber bei diesen Klebern? Si. Ne? Ja. Wie sieht's denn aus mit anderen Klebern? So, ich kaufe mal irgendwie in... Den guten Uhu, ne? Darf man das sagen? Ja. Nee, also tatsächlich muss man darauf achten, dass es ein richtiges Material ist, dass es Aquarien geeignet ist. Man muss echt aufpassen. Auf die Lösemittel kommt es an. Ich wollte gerade sagen, nicht jeder Kleber ist geeignet. Es könnte dann auch mal die Garnele kippen oder der Fisch. Oder der hätte unter Wasser vielleicht gar nicht durch. Ne? Und du verklebst dann nicht zwei Steine miteinander, sondern zwei Amano-Garnelen. Wäre ja auch blöd. Das wäre... Ne? Wär, ja. Siamesischer Garnel. Ja? Muss man aufpassen. Siamesischer Amano, ja. Genau. Jetzt ist ja so, ich habe ja so ein kleines Aquarium nur. Hast du? Sage ich jetzt mal fiktiv. Du hast ganz viele hier. Ja, aber ich habe jetzt so ein ganz kleines. Ist ja super.
Dann reicht mir ja die Packung, dann brauche ich ja nur den. Nein, also im Grunde sind da ganz viele Unterschiede. Du hast gerade Viskosität gesagt. Ne? Also diese kleinen Tuben sind eher gelartig. Mhm. Da würde ich tatsächlich eine Pflanze mit auf den Stein binden. Das heißt, ja genau, im Grunde fließt er nicht sofort weg. Mhm. Und dann hast du natürlich auch Kleber, so wie zum Beispiel den Plantscape hier von der Firma Arca, den ich super gerne verarbeite. Mhm. Der ist flüssig, aber nicht so flüssig, dass er direkt wegschwimmt. Und mit dem kannst du den Filterwatte bzw. Baumwollwatte-Trick machen, richtig, ne? Zellulose. Richtig. Genau. Also das Schöne ist, du kannst halt Stein, Wurzel aneinander und dann kannst du mit dem Kleber echt gut die Sachen dann auch tränken. Ja, okay. Also wie man sieht, gibt es verschiedene Hersteller und die bieten also da entsprechende Sachen an. Das sind eben so die Produkte, die wir da echt gerne hier auch verwenden. Gerade den Arca, hier diesen Microplift, den nehmen wir wirklich sehr, sehr häufig, den Kleber. Willst du nichts mehr zum Sekundenkleber erzählen? Zu unserem Pflanzenkleber, zum Unterwasserkleber? Wenn du noch was raushauen willst, ich pack das mal hier rüber, dann haben wir den ja auch. Soll ich da was raushauen? Ich hau was raus. Also viele nutzen den unter Wasser. Ja. Doofe Idee. Kommt drauf an, wie du das optisch haben möchtest. Doofe Idee. Also im Grunde ist es so, wenn der Kleber unter Feuchtigkeit aushärten muss, wird er immer weiß. Ja, und sofort ratzfatal, ne? Und der ratzfatal. Und ich sag mal, auf so einem braunen, schwarzen, grauen Stein, also so ein weißer Klecks, der so da runterläuft, sieht total schön aus. Ne? Deswegen bitte immer Wurzelstein im Trocknen verarbeiten. Bei den Pflanzen geht das meistens nicht anders, aber da der Kleber gelartig ist und meistens an der Stelle bleibt, ist das kein Problem. Und wenn ihr Pflanzen verkleben wollt, könnt ihr hinterher nochmal die Stelle, solange sie feucht ist, auch nochmal ein bisschen Moose auf die Bindestelle drauf drücken von außen, um so ein bisschen das zu kaschieren. Der Kleber feucht oder die Pflanze feucht? Sowohl als auch. So. Aber die Tube, wenn ihr die unter Wasser ausdrücken würdet, da würde quasi der Kleber rauskommen, der würde quasi weiß werden und es sieht aus, als wenn die Weißwürste also produziert. Zum Anfang von diesen Klebern, da gab es auch mal richtig teure Marken aus dem Meerwasserbereich, da macht man das ja schon ein bisschen länger. Da hat er so eine Pulle 29,95 gekostet und da hatte ich mal eine und die habe ich auch wirklich gehegt und gepflegt. Und da hatte ich mal in so einer Firma gearbeitet und mein Chef hat sich das mal ausgeliehen. Da ist er mit der Tube unter Wasser gegangen, sagt, da kann man ja mit unter Wasser kleben. Da hat er so einen Klecks geklebt und innerhalb von einer Sekunde war die Tube dann hart. Also bitte. Schade. Nicht unter Wasser verwenden. Wir haben auch mal ein Video gemacht, fällt mir gerade ein, zum Thema Rückwände einbauen, also Folienrückwände. Echt? Ja. Haben wir das gemacht? Haben wir mal gemacht, haben wir gezeigt. Und dann? Und da will ich quasi schon fast ein bisschen abkürzen und will eigentlich nur sagen, wir haben auch da diesen Posterfixkleber und den Fixol, den man dann zwischen Scheibe und dieser Rückwand packt von außen. Sollte man tun, damit das Ergebnis schicker aussieht und man ein planes Ergebnis einfach hat, ohne Lufteinschlüsse. Ich würde mal sagen, wir verlinken euch hier oben das Video und ihr könnt euch das nochmal anschauen, wenn ihr möchtet. Und da zeigen wir euch so ein paar Sachen. Vielleicht mal ein bisschen am Rande des ganzen Klebens, aber trotzdem also, kleben und verbinden. Ja. Ich habe das nämlich die ganze Zeit schon immer wieder in der Hand gehalten. PVC? PVC, ja. Da wird auch geklebt. Ne? Geklebt, genau. Manche sagen auch Schweißen das ist aber von nicht Kunststoff. Ganz richtig, ne? Ja, das ist so eine Definitionssache. Also wir nennen es wirklich in dem Fall kleben, aber es ist tatsächlich so. Ihr würdet diese Kunststoffsachen, wenn ihr da was Bohrungen habt im Glas, mit einem Reiniger reinigen, richtig? Das ist der Reiniger. Genau, muss ich mal selber drauf gucken. Genau, das ist der Reiniger. Wie der Name sagt, man reinigt, aber es passiert noch ein bisschen mehr als reinigen. Ne? Also entfernt erstmal Dreck, Fette ne? Und die Oberfläche wird davon so ein bisschen geschmeidig gemacht, angeraut. Ne? Angeraut, damit der nachfolgende Kleber besser haftet. Genau, das heißt danach habt ihr diesen Kleber, hier ist zum Beispiel jetzt mal Tangit, aber es gibt auch noch andere, aber es ist ein Klassiker, genau. PVC-Kleber kennt man, ne? Streiche das Ganze ein, drückt es dann am Ende zusammen, es wird dann quasi wie eins, Moment, ne? Nicht einstreichen. Eigentlich ist es richtig, wenn man... Ja, das wäre mir nochmal im Extra-Video, würde ich sagen. Aber ja. Ne? Genau. Ja. Also wenn ihr mal ein Video haben wollt zu dem trockenen Thema PVC-Materialien richtig verkleben und was gibt es da, dann würde ich sagen, wenn ihr das wollt, sagt das mal unten, schreibt das rein, dann machen wir ein Extra-Video. Cool. Das ist nämlich teilweise so simpel, wie es klingt, gibt es ein paar Sachen, die man berücksichtigen muss. Mal. Ja, mach das. Okay, aber kleben, verbinden. Mach dich so breit. Entschuldigung, kann man eigentlich was anderes damit kleben außer PVC? Nein. Richtig. Gibt nicht mehr Experten, die versuchen allgemein Kunststoff miteinander zu verkleben. Nein. Kunststoff ist nicht Kunststoff, PVC und so weiter. Man muss da aufpassen, es muss das Richtige sein. Kunststoff ist nicht Kunststoff, das weiß man mittlerweile. Genau. Sonst ist es nämlich auch so, dass es teilweise klebt. Augenscheinlich klebt, aber sobald ein bisschen Belastung oder Druck drauf kommt, macht plöpp. Das ist sehr ungünstig bei einer Bodenbohrung, wenn man da was verrohrt. So, okay. So. Also die haben wir, die sind ein bisschen dickflüssiger, haben wir gesagt. Genau, gelartiger. Ne? Für die gröberen Sachen, die sind nicht in erster Linie gedacht. Man erzählt sie jetzt gerade wieder, du warst doch gerade da. Ja, ich will das mal wiederholen. Die sind nicht in erster Linie gedacht, um Steine mit dem Wattetrick zu verkleben oder Zigarettenfiltertrick, weil diese Gelform das nicht zulässt. Dafür brauchen wir die flüssigere Variante. Arca hat es ganz, ganz toll dargestellt. Da steht Plantscape
Pear oder was steht da? Hm? Planscaper. Und da steht auch Planscaper. Aber da steht der Hinweis. Gel. Hm, genau. Na, das ist halt der Unterschied. Deswegen aufpassen, weil ganz, ganz häufig ist es so, dass Leute sich die kleine Packung ungefragt mitnehmen, weil sie keinen so großen Bedarf haben und zu Hause feststellen, dass das, was die vorhaben, damit aber so nicht geht. Also damit kannst du tatsächlich keine Zigarettenfilter oder Watte bringen. Das geht leider nicht. Aber ansonsten Pflanzen kleben und so war ja wunderbar das auch damit. Super, ne? Damit ja. Ist auch vielleicht so ein bisschen anfängerfreundlicher, was das Verarbeiten angeht, weil es eben einem nicht direkt wegläuft. Ja. Man muss also ein bisschen gucken, was man braucht. Okay. Das sieht ja sehr speziell hier aus. Sind das jetzt hier so die Zigarren für danach gleich? Ja, klar. Ja? Welche kriege ich denn? Du kannst gerne die graue Zigarre rauchen. Oh. Hast du auch so einen Kneifer mit und alles? Ja, natürlich nicht. Ja. Kommen die aus Kuba oder woher? Nee, die kommen von Zieken. Nee, dann ist Kuba ganz falsch. Ich glaube, die sind woanders. Ne? Ja, genau. Ich weiß gar nicht, wo die sind tatsächlich. Was ist das denn, Nils? Erkennst du? Sikkim, USA. Also USA und Kuba ist mal so ein heikles Thema. Also wir bleiben bei USA in dem Fall. Ja, es sind zwei Komponentenkleber, ne? Genau. Das sind zwei Substanzen als Wurst und dann standest du das auf, du knetest das, es wird dann richtig schön warm. Das ist eine richtig harte Kinderknete quasi, ne? Es gibt eine chemische Reaktion, es fängt dann, wenn es richtig knackheiß ist, fängt es dann an, direkt an auszuhärten. Ich glaube, so 5 Minuten braucht das Zeug. Ja, fünf Minuten sollst du quasi richtig durchkneten und das warm machen, dann ist die Verarbeitung auch schon so, dass der anfängt zu härten. Nein. Du sollst durchkneten und wenn es eine Farbe ergibt, also eine Masse ergibt, braucht es 5 Minuten, bis es aushärtet. Ja, aber es braucht 24 Stunden, bis es wirklich aushärtet. Ja, aber steht zumindest hier hinten drauf. 5 Minuten ist aber hält es. Verarbeitungstechnisch hat es dann seine Wirkung. Ja, ist ja gut jetzt. Aber entscheidend ist einfach, es ist wirklich hartes Zeug. Ja. Es ist nichts, was man mal eben so macht. Ich kann mich noch daran erklären, Korallenkleber und Co. funktioniert ja auf ähnlicher Basis. Und der ist, wie gesagt, ja grau und der ist braun. Aber wenn ihr da anfangt zu kneten, ihr müsst da echt reinhauen. Das ist nicht mal eben so. Hm? Korallenkleber funktioniert auf der gleichen Basis. Ja, sag ich ja. Hm? Du hast ähnliche Basis gesagt. Ja. Aber es ist wirklich extrem, extrem aufwendig. Es ist also nicht so, dass viele Leute, die haben das Teil dann in der Hand und drücken so ein bisschen. Nee, ihr müsst euch wirklich anstrengen. Also es ist wirklich Arbeit, das zu machen. Aber es ist schon cool, ne? Wenn man es schnell gehen soll. Auf jeden Fall. Und es härtet richtig dolle aus. Ne? Das ist fast so wie so ein Betonklecks irgendwo an eine Mauer geschmiert. Ne? Ach stimmt, da steht sogar drauf. Worktime. Ja, du hast recht. Ich nehme das zurück. Okay. Aber es ist ein interessantes Produkt. Hat aber in der Aquaristik, in der Süßwasser-Aquaristik eher selten Verwendung, weil man mit den anderen Produkten eigentlich schon zum Ziel kommt. Aber wenn ihr jetzt die sehr große Aufbauten verkleben wollt, sehr massive Steine zum Beispiel, diese Bindestellen, dann könnte man das schon machen. Das gibt es ja in Grau und in Braun, also Drachengestein, Mini-Landschaft, also alles abgedeckt. Jetzt haben wir da vorne ja nochmal so zwei Binder oder Garne. Zwei Binder. Was haben wir hier? Mooscotton und Terraline. Ja, ist im Grunde das gleiche, ne? Klassischer Baumwollfaden, aber dieser Baumwollfaden, das ist für ein Aquarium gedacht. Also Bio ohne Biosiegel. Ohne Biosiegel. Ja, will einer damit sagen, dass es kein Problem fürs Aquarium ist, also sterben keine Tiere dadurch. Ja. Es vergiftet nicht das Wasser. Keine Farbstoffe, die kritisch. Das Schöne ist, es ist halt moosgrün. Aufs Moos wird es kaum gesehen, wenn du was festbindest. Und es löst sich nach und nach auf. Das heißt, wenn das Moos dann irgendwann Kontakt aufgenommen hat zur Oberfläche, dann ist es im Grunde dann gerade weg. Je nachdem, wie euer Wasser beschaffen ist, kann das also schneller oder länger dauern. Ja. Ne? Aber es kann, ich habe da schon teilweise mitbekommen, dass Kunden sagen, nach 3-4 Wochen fing der schon an, sich wirklich gut aufzulösen. Ja, reicht ja auch. Genau, das ist wirklich für die Anwuchsphase. Es ist nicht dafür gedacht, dass die Pflanze für immer und ewig damit gehalten wird, sondern es ist eigentlich dafür, dass man der Pflanze einen Schubs gibt und sagt, jetzt hast du Zeit, festzuwachsen. Ne? Aber auch da würde ich zum Beispiel Anubien und Co. nicht mit festbinden, weil wieder dünner Faden. Und ziehst du einmal zu fest an, ist das in die Anubias reingeschnitten. Also ich sehe schon, wir müssen mal für euch, glaube ich, ein Anwendungsvideo machen, wo wir die Sachen anwenden. Sollen wir das machen? Ich glaube, das machen wir mal. Wollen wir das machen? Ja, ich glaube schon. Das schreiben wir uns auf die Liste. Soll ich dann machen, ne? Jetzt haben wir euch gezeigt den Mooscotton. Ja. Terraline. Genau. Sieht ähnlich aus, ist es aber nicht. Ja, also man sieht aber auch auf den ersten Blick, dass es ein leicht anderer Grünton ist. Ne? Genau. Ich weiß nicht, ob man auf der Kamera das jetzt erkennen kann. Ich kann es euch verraten. Ja. Es ist nicht biologischen Ursprungs. Was denn? Das da? Genau, das ist synthetisch. Das ist synthetisch? Genau. Okay. Das heißt, das löst sich eben nicht auf. Deswegen Terra, ne? Soll also wirklich langfristig halten. Und wäre halt eben das, die Hauptunterscheidung, dass der eben für immer und ewig mehr oder weniger wirken soll. Und der sich auflöst. Ansonsten kann man sagen, ist die Funktionsweise aber bei beiden annähernd gleich. Du nutzt das in der gleichen Art und Weise, das ist richtig. Ja, und wie du schon sagst, auch vorhin einhergehend mit den Drähten, man muss ein bisschen aufpassen mit diesen Einschneiden. Ne? Also Binnen will gekonnt sein. Das kann nicht jeder. Nein. Ne? Also muss echt Gefühl haben. Man kann es lernen. Einfach mal probieren, das klappt irgendwann. Aber wer so ein bisschen unsicher ist damit oder nicht so ein Gefühl hat, vielleicht lieber kleben. Ne? Oder frag mich. Ja, wir machen das schon hier. Ne? Kommst du vorbei, ne? Kleben wir auf. Haben alles schon gemacht? Ja. Ich habe noch ein spannendes Produkt, sehe ich noch da. Ja. Also ich hätte mal Bock, echt ein Video nur für dieses Produkt zu machen, um es aber auch zu testen.
Weil das, was es verspricht, ist schon irgendwie abgefahren, ne? Das erinnert mich an so coole Facebook-Videos von früher, ne? Wo dann so in so eine Box reingeschnitten wird, die voll mit Wasser gefüllt ist, und dann spritzt er da raus und dann kommt er mit diesem Zauberklebeband und macht das Loch zu. Also ich sehe da eher so, samstags morgens um 4.30 Uhr aus der Disco mit der kalten Pizza vom Fernseher und dann diese herzlich willkommen beim Teleshopping. Wir haben für Sie ein neues Produkt und damit können Sie in ins Weltall fliegen, Auto fahren, backen und so weiter. Also das soll irgendwie alles sein. Das ist doch Klebeband. Ja, irgendwie schon, aber ich lese mal nur kurz vor. Zuverlässiges Allround-Notfall-Klebeband klebt auf nahezu allen Materialien wie Teichfolien, Glas, Kunststoffen, klebt auch unter Wasser. Ja? Kannst im Teichbau nehmen, Pools, Caravans, Boote, Camping und Sport. Sport, whatever, ich weiß nicht, wie die das meinen. Soll ich das auf die Stirn kleben, wenn ich eine Macke habe? Sportboot? Ja? Okay, das könnte sein. Ihr sollt damit angeblich, wenn ein Loch im Aquarium wäre, wir sagen jetzt mal ein Einschussloch im Aquarium wäre, soll es möglich sein, einen Flicken draufzusetzen und das Aquarium ist dicht. Also das finde ich echt abgefahren. Ein Schlauch, der undicht ist und es da wie so eine Gießkanne rausfließt, umwickeln, kurz warten, dran drücken, dicht. Mhm. Ich habe es tatsächlich selber noch nicht probiert, noch nicht getestet. Ja, dafür kannst du ganz schön viel erzählen dazu. Ja, ich kann lesen, ne? Aber ich finde es spannend. Und es steht eben drauf Süßwasser und es steht drauf Meerwasser. Also ich würde sagen, irgendwie, wir sollten das mal auf Herz und Nieren prüfen. Meinst du nicht Süßes, auch? Für Süßes, für Meerwasser, ja. Wir machen da mal einen Versuch. Egal, was ihr sagt. Wir machen damit einen Versuch. Ich will das wissen, ob das klappt. So. Steht auch Erste Hilfe drauf, wenn du eine Schnittwunde hast oder so. Wenn du verblutet. Ich habe überall geguckt, was ich nicht gefunden habe, ist zum Beispiel Abdichten von Schussverletzungen. Habe ich nicht gefunden. Ne? Also, alles scheint es ja nicht zu können. Ja? Wir hoffen, wir haben euch jetzt mal so einen Überblick über das Sortiment verschaffen können. Kleben, binden, dichten. Und ja, vielleicht abschließend nochmal Meerwasser, Süßwasser. Fast alle Produkte, die ihr seht, könnt ihr auch im Meerwasser verwenden. Fast alle. Bis auf so wie diese Baumwollfäden oder eben auch trotz Metall oder Edelstahl da drin. Meerwasser ist Meerwasser. Ja, auch ist die eine ganz andere Geschichte. Hier. Genau, Drainage ist nicht für Meerwasser gedacht. Aber ob du Rückwandkleber von außen nimmst, spielt keine Rolle. Epoxidharz ist halt jeher Meerwasser Standard. Unterwasserkleber, Silikone, das funktioniert alles im Meerwasser. Also PVC-Kleber. Genau. Ja. Wenn ihr, wie gesagt, möchtet, dass wir einzelne Produkte nochmal gesondert vorstellen, wir werden das sicherlich mit manchen Sachen schon tun. Ja, aber wenn nochmal ein paar sagen, Mensch, genau das Produkt wollen wir aber mal im Einsatz sehen, schreiben wir uns auf die Liste, schreibt es einfach drunter und wir merken uns das. Ja, und ansonsten würde ich sagen, ich gehe mal arbeiten. Viel Spaß beim Kleben, Binden. Ach so, Dichten. Ciao.